Mein Name ist Roland Lange, bin 54 Jahre alt und arbeite als Beamter und seit 19 Jahren ehrenamtlich. Bin verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn. Ja, das war ein Artikel in der Potsdam am Sonntag tatsächlich, den ich am Frühstückstisch gelesen habe. Und da habe ich meine Familie, da war mein Sohn noch zu Hause, habe ich also die Familie gefragt, Mensch, wäre das nicht was für mich, soll ich mich mal da vorstellen gehen? Und da gab es dann ein Auswahlgespräch und so bin ich dann tatsächlich zum Kinder- und Jugendtelefon gekommen. Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, nicht? Und durch die Arbeit am Kinder- und Jugendtelefon und vorrangig auch bei der Telefonseelsorge habe ich mit vielen Menschen zu tun gehabt, die in der Trauer waren, um verschiedene Angehörige, Eltern, Kinder, Ehepartner. Und da habe ich es gemerkt, dass ich damit sehr gut umgehen kann, dass sicherlich bei aller Traurigkeit, die ich dort höre, mich das aber nicht so weit belastet, dass ich sage, nein, da möchte ich nicht weiter beraten. Und das hat dann ein Interesse für mich geweckt. Und mit meinem allerbesten Freund habe ich mich darüber unterhalten. Und der meinte dann, Mensch, es gibt den Weg der Trauerbegleitung und vielleicht lässt du dich mal in der Trauerbegleitung ausbilden. Und so ist das entstanden. Und dass ich dann tatsächlich auch einen Abschluss gefunden habe beim Kinder- und Jugendtelefon und der Telefonseelsorge, weil neben dem Beruf geht einfach mal nicht, dass man so sehr viele Dinge macht. Und meiner Meinung nach macht man dann, wenn man zu viele Dinge macht, das nicht richtig. Und also habe ich mich dann ausbilden lassen zum Trauerbegleiter. Habe jetzt auch in diesem Jahr abgeschlossen das große Zertifikat. Also ich bin jetzt richtig zertifizierter Trauerbegleiter und habe die große Trauerbegleiterausbildung mit allem psychologischen Wissen und alles, was man meiner Meinung nach gut wissen sollte. Im Hinterkopf ist es wichtig zu wissen, wenn Menschen auf verschiedene Art und Weise reagieren, dass ich da auch ja, hoffentlich im Idealfall optimal begleiten kann. Nicht? Und auch weitervermitteln kann. Es ist ja nicht so, dass die Trauerbegleitung, ich bin kein Psychologe und ich bin letztendlich Mensch wie jeder andere mit einer sicherlich zusätzlichen Ausbildung und habe dadurch die Chance, die Trauernden auch ja, gut zu begleiten und zu beraten und auch mal zur Seite zu nehmen im Einzelgespräch und zu sagen, Mensch, ich merke gerade, dich beschäftigt dies und jenes, das ist so tiefgründig, ich würde dich gerne an eine professionelle Hilfe weitervermitteln wollen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt auch, um zu erkennen, für sich selbst erkennt man das ja manchmal schwierig und der einfachste Weg, nicht? Und es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt einfach, das Wort, welches dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Und das ist einfach mal so, wenn man irgendwo in einer Ausnahmesituation und gerade jetzt bei der Kinderhilfe hier, das sind ja alles Menschen, die Kinder verloren haben, wo die Kinder verstorben sind. Und das ist ja so schwer überhaupt zu begreifen, dass ein Kind vor einem selber geht, vor den Eltern geht. Und das ist umso wichtiger zu schauen und zu reflektieren, ich erlebe dich gerade so und so, ich würde dir gerne anraten, such dir professionelle Hilfe. Musst du nicht alleine machen, ich bin dazu auch da und ich habe sehr viele Kontakte und im Laufe der Jahre sammeln können, sodass es wirklich, denke ich mal, eine gute Unterstützung ist für die Trauernden, die ich anbiete und anbieten darf. Die Ausgangsmotivation war gewesen, dass ich selber einige Trauerfälle in der Familie hatte. Also meine Eltern sind verstorben, zwei meiner Brüder sind verstorben und da habe ich Wege für mich gesucht. Und bin auch dazu gekommen, klar, kann man es mit sich selbst ausmachen, aber dann kommt oftmals auch der Gedanke, naja, traue ich jetzt zu lange, wann muss das vorbei sein, muss es überhaupt jemals vorbei sein? Und so habe ich dann tatsächlich über vielerlei Menschen, die ich kennenlernen durfte, auf meinem kurzen Lebensweg festgestellt, wenn ich mit anderen darüber rede, ich kann es nicht wegmachen, aber es ist leichter, den Weg zu gehen. Ja, und das war die Hauptmotivation. Also wie sage ich immer, also ich führe erstmal Einzelgespräche mit den Männern, das ist ja eine Männertrauergruppe, die Männer, die zu mir kommen,
führe ich ein Einzelgespräch, passen diese Menschen in die Trauergruppe rein, weil wir sind ja schon ein Stück weit des Weges gegangen. Und wenn jemand so fest und massiv noch in den ersten Trauermomenten drinne steckt, dann ist der Kopf noch gar nicht frei für eine Trauergruppe. Dann bedarf es entweder einen Einzelweg, um dann zu schauen, okay, jetzt lass uns gemeinsam mit der Gruppe arbeiten, oder ja, schau es dir einfach an, weil ich gebe den Menschen dann auch mit auf den Weg. Komm, schau dir die Gruppe an. Ich kann dir versprechen, es tut nicht weh. Jetzt habe ich es vergessen. Also, es tut nicht weh, es schadet nicht und im schlimmsten Fall kommst du nie wieder zu der Gruppe, weil du einfach sagst, nein, ich passe selber nicht in die Gruppe. Und das ist ja wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen in der Gruppe und auch sehen, ja, hier kann ich offen trauern, hier kann ich offen reden. Ne? Also, hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Und die Treffen laufen also so ab, dass ich habe zwar immer Themen dabei, verschiedene Themen. Also das kann sein, bin ich normal, trauere ich richtig, wie geht Trauern überhaupt? Bis dahin, dass eben auch tatsächlich mal so ein familiäres Problem gewälzt wird. Ne? Mensch, ich habe jetzt mit meiner Frau den und den Streit, war das bei euch auch so? Also dieser Austausch unter den Männern ist so, so wichtig, um einfach auch für sich selbst zu erkennen. Und ich denke mal, das ist es, die Erkenntnis für sich zu haben. Das ist ein normaler Weg mit allen Schwierigkeiten und mit allen, ja, man darf auch Freude haben in der Trauer. Freude, dass es trotz alledem weitergeht. Und es ist zwar schwierig zu begreifen, wie jetzt Freude. Ich hab jemanden verloren, der mir am Herzen lag, der noch nicht mal in die Schule mit untergekommen ist, das geht ja nicht. Ich will jetzt ganz doll traurig sein. Nicht? Und wie gesagt, ich habe Themen dabei, aber Vorrang hat immer, was die Männer mitbringen. Also was jetzt gerade oben aufliegt, weil die Treffen sind nur einmal im Monat. Und das ist auch wichtig, um das Ganze zu verarbeiten. Okay, was haben wir jetzt beim letzten Mal besprochen? Kann ich vielleicht einen Weg gehen, kann ich was ausprobieren, für mich was Neues ausprobieren. Und ich bin ja auch nicht derjenige, der sagt, so und so musst du das machen, sondern ich kann nur der Begleiter sein, deswegen Trauerbegleiter, um Gedanken zu fördern, um zu sagen, ja, das ist normal und probier es einfach aus, es schadet nicht. Das ist dein Weg, so individuell wie der Mensch ist, der jetzt verstorben ist, so individuell ist auch dein Weg und es gibt nichts Schlimmeres, dass andere Menschen einem vorschreiben wollen, wie habe ich denn jetzt zu trauern? Oftmals höre ich auch, dass gesagt wird, jetzt ist aber mal gut, jetzt ist ein halbes Jahr oder ein Jahr rum, jetzt musst du doch wieder normal auf der Arbeit sein oder. Und weil einfach mal Menschen das nicht verstehen. Und da haben wir jetzt mitunter auch mal so rausgearbeitet, da in der Trauergruppe, und gesagt, vielleicht sollten wir ein Rezept schreiben. Pass auf, Trauer ist so ganz individuell und wirklich persönlich. Und es gibt einfach mal Momente und Tage, wo mich das wirklich sehr doll berührt, weil der Gedanke gerade da ist an den Menschen, den ich jetzt verloren habe. Und da will man einfach dann auch mal in Ruhe gelassen werden. Und natürlich gibt es Berufe, wo es nicht so möglich ist zu sagen, ich möchte heute mal eine Arbeit machen, die wirklich nicht so sehr anstrengend ist und mich im Geiste fordert. Vielleicht gibt es irgendwie was anderes, was ich tun kann. Ja, ist eben halt nicht in jedem Beruf möglich. Ne? Und denn sich aber auch selber vielleicht mal eine Auszeit gönnen, sei es durch ein, zwei Tage Krankschreibung, finde ich persönlich nicht irgendwie unnormal oder als unkollegial. Das ist einfach, wo jeder für sich selber merkt, ich brauche jetzt einfach mal eine Auszeit. Nicht? Nein, also vorbereitet bin ich schon. Ich schaue auch immer, okay, was haben wir beim letzten Mal besprochen, worüber haben wir gesprochen, was hat die Männer bewegt. Und ich verrate aber kein Geheimnis. Oftmals kommt dann doch wieder eine Überraschung, wo man sich nicht darauf vorbereiten kann. Das ist einfach so, das liegt in der Natur des Menschen. Und sonst, wenn wir alle unser Leben planen könnten, dann bräuchten wir weder irgendwo eine Beratung oder irgendwas anderes. Also wenn ich alles mir
ich kann noch so viel lesen, aber das Lesen bringt es ja nicht. Sich dann irgendwo, ist wie beim Horoskop, ne? Ich lese was und sage, ah, genau das hat heute zugetroffen. Und so ähnlich ist es ja, wenn ich ein psychologisches Buch lese. Dann kann ich kann mich irgendwo in irgendeine Schublade stecken, ohne das jetzt böse zu meinen, aber ich kann auch mich austauschen mit Menschen und feststellen, das Leben ist oftmals ja gar nicht so kompliziert. Ich muss es nur zulassen, was gerade mit mir passiert. Die Frage bekomme ich oft. Es war sicherlich mal so, aus meiner Erfahrung heraus, dass es gesellschaftlich aber auch gefördert wurde. Man muss immer stark sein, für alle anderen da sein, der Mensch sein, wo sich die Frau anlehnen kann, und hochschauen kann. Also der Mann sollte immer die Zügel in der Hand haben und wirklich bedacht und aufpassen, dass nichts weiter passiert in der Familie, was auch immer das jetzt bedeuten mag. Und ich möchte jetzt aus meiner Erfahrung meinen, Männer trauen heute nicht mehr anders. Sie brauchen andere Worte, ja, und trauern auch nicht so aus dem Kopf heraus. Frauen, so ist meine Erfahrung, wollen vieles verstehen, sie wollen sich es erklären, diese Warum-Frage, nicht? Die Warum-Frage ist sowieso schwierig zu klären, die kann sich kein Mensch beantworten. Und Männer trauern dahingehend, ja, aus der Kreativität vielleicht, aus der Arbeit heraus, das Tun. Und wenn ich mit den Männern kreativ arbeite, sei es irgendein Bild gestalte oder ich hab mal gemacht, ein Trauernetzwerk habe ich symbolisch dargestellt, indem ich mit den Männern rausgegangen bin an die frische Luft, habe ein Wollknäuel dabei gehabt. Und dann haben wir es kreuz und quer, haben wir diesen Faden, also das Wollknäuel, hin und her geworfen, sodass wir mit den Fäden durcheinander verbunden waren. Und dann konnte ich habe so eine kleine Drohne, dann habe ich von oben ein Bild machen können und habe damit symbolisch dargestellt, schaut mal, ihr seid alle untereinander vernetzt, jeder kann sich mit jedem unterhalten, aber wenn man aus dieses Netz rausgeht, wir haben es dann an den Boden gelegt und ein Mann oder zwei Männer konnten sich dann zurücknehmen. Um auch darzustellen, wenn ihr persönlich Zeit für euch braucht, dann geht raus, nehmt euch die Zeit, zieht euch zurück. Und jederzeit, wenn ihr wieder kommt und eure Fäden in die Hand nehmt, ihr seid sofort mit allen verbunden. Und das ist es. Wenn wir damit darunter verstehen, Männer trauern anders, ja, dann ist es mit Symbolik anders trauern. Ja, das Wichtigste, das Dasein. Das Dasein ist wirklich alle Buchstaben in großen Worten. Dasein, einen Raum geben für Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist es natürlich für mich, ja, ich sag's mal jetzt, den Seelsorgern wird immer mitgegeben, absolute Präsenz und bedingungslose Annahme. Also das bedeutet, nicht meins ist das Thema. Ich habe ja auch einen Weg, den ich beschritten habe. Ich habe ja schon gesagt, meine Eltern und meine Geschwister sind verstorben. Aber das spielt überhaupt gar keine Rolle in dem Moment. Sondern diese Bedeutung der Worte ist, dass ich hinhöre, genau hinhöre, was trägt die Männer jetzt um und wo stehen sie gerade? Wo bräuchten sie vielleicht eine Unterstützung, eine Hilfe? Eine Hilfe dahingehend, ich kann nur der Helfer sein für die Selbsthilfe. Und das ist es eben, indem ich genau hinhöre, was gesagt wird und wo es gerade schwierig ist, um nochmal zu reflektieren und zu sagen, Mensch, du hast ihm gerade das und das gesagt. Was steckt dahinter? Hast du vielleicht eine Idee? Und also das eigene Denken anregen, das trifft es, glaube ich. Das ist so das Wichtigste. Ja, die sich abschotten, die kommen aber nicht zu mir. Und also ich habe wirklich eine ganz tolle Gruppe, ganz tolle Menschen, die auch offen sind. Und bis jetzt sind alle wiedergekommen. Also kann die Gruppe nicht so sehr schlecht sein. Und weil die meisten Männer sagen zu mir, weißt du, das ist der Ort einmal im Monat,
wo ich für mich sein kann, wo ich mich austauschen kann mit anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Und das ist wirklich mal mein Freiraum, den ich für mich nutze. Ich will hierher kommen. Und sei es, der eine Mann hat mal zu mir gesagt, weißt du, hier gibt es immer so tolles Essen, und wenn ich alleine deswegen hierher komme. Die Motivation, will ich damit sagen, ist unterschiedlich. Nicht, dass es mir egal ist. Die Menschen brauchen dann halt ein bisschen, weil sie trauern ja irgendwo. Und ich bin aber nicht derjenige, der sagt, so pass mal auf, jetzt ist jemand verstorben, du musst hier jetzt trauern. Nein, der Weg der Erkenntnis muss von dem Menschen alleine kommen. Und zur Trauer zwingen kann man niemanden, das geht nicht. Das ist richtig. Kräftezehrend ist es schon. Deshalb auch tatsächlich nur einmal im Monat das Treffen, weil ich einen anstrengenden Beruf habe. Und das ist es, was ich leisten kann. Also ich habe eine ganz zauberhafte Familie. Ich kann behaupten, ich komme sehr, sehr gerne nach Hause. Ich komme da in meinen Ruheort. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, ich bin gerne draußen in der Natur. Also vielleicht hört man es ein wenig. Ich komme von der Küste und Wasser ist meins. Also letztendlich, wenn man mir ein Planschbecken hinstellt, dann bin ich schon glücklich und da kann ich mich richtig fallen lassen. Und also das ist mein Element, Wasser und die Natur. Und das ist das, wirklich rausgehen in der Natur, den Kopf freikriegen. Und auch gerne mal mit meinem allerbesten Freund 2 Stunden spazieren gehen und davon 1,5 Stunden nicht miteinander reden. So ein Schweigemarsch, möchte ich es mal nennen, tut auch gut. Und das ist so meine Erholung tatsächlich. Neugierig sein. Einfach den Mut auch zu haben, zu sagen, ich will es einfach mal ausprobieren. Und darüber geht vieles. Hätte ich nie ausprobiert, bei der Kinder- und Jugendseelsorge, also am Telefon zu sitzen, hätte ich diesen Weg nicht gehen können. Und das ist es wirklich. Ich bin so neugierig dem Leben gegenüber, dass ich vieles ausprobieren wollen würde, aber meine Zeit und alles begrenzt ist. Und dann eben schaue, was möchte ich denn machen? Und es geht weniger darum, kann ich es? Weil manchmal kommt das Können tatsächlich durch diese Ausbildung, weil Seelsorger und Trauerbegleiter, das sind somit die einzigen Ehrenämter, die ausgebildet werden, oder Familienbegleiter auch. Und in dieser Ausbildung, da kann ich für mich feststellen, ist es was für mich oder eben nicht. Und also habt einfach den Mut und versucht es einfach. Und nur so kann man ja rausfinden, ist es was für mich. Und es gibt da ganz tolle Menschen. Also man wird nicht alleine gelassen, es gibt Supervision und alles. Also selbst wenn schwierige Erlebnisse da sind, die kann man auch besprechen, dann im Team. Und es gibt ja die Teamverschwiegenheit, indem man den einen oder anderen Fall bespricht. Und man wird da nicht alleine gelassen. Also wenn man Ängste davor hat, die sind meiner Meinung nach nicht begründet, weil es tatsächlich viele, viele, viele Helfer gibt, die einen zur Seite stehen und einen unterstützen. Und man kann sich auch mal rausnehmen, wenn man sagt, okay, ich mache das hier ehrenamtlich, ich brauche jetzt einfach mal ein Vierteljahr, eine Auszeit, dann ist das so. Und weil nichts ist ja schlimmer, wenn es einem selber nicht gut geht und dann irgendwo in eine Begleitung oder Beratung oder was auch immer zu gehen. Und das wissen die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen ausbilden. Die wissen das ganz genau und sagen, in erster Linie muss es uns selber gut gehen, dass wir anderen Menschen zur Seite stehen können. Und ja, hab Mut.